Starte mal die Aufnahme. Hey, bin ich froh, dass ich es rechtzeitig geschafft habe. Der Bus müsste jetzt gleich kommen. Ey, nee, oder? Wo ist mein Bus? Wo ist mein Bus? Irgendwann mal. Da ist er. Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Du bist gefeuert! Oh, eine Pause. Super. Ja, ist eine Pause fürs Leben. Was soll die Scheiße? Und jetzt setzt du dich hier hin, oder was? Der Laden ist ja richtig voll. Hier ist bestimmt richtig Money zu holen. Nach 30 Staffeln Winter of Passion dachte ich, ich gucke nie wieder eine Telenovela. Aber dann hat mir meine Enkelin Spring of Affection gezeigt. Und ich kann die nächste Folge kaum erwarten. Ist mir strange. Nicht mehr aus meinem alten Schädel. Ist ja was, Leute. Ihr könnt eure Scheiße hier bald alle alleine machen. Hier, Winter of Affection oder... Ich hab mir kürzlich selbst ein Banjo über den Kopf gezogen. Fragen Sie nicht. Tobi, halt auch mal dein Maul jetzt. Jetzt reicht's mir mit euch Kackbratzen hier in meinem Scheißbus. Erst wird der enteignet. Ich mache eine kurze Mittagspause auf dem... Wo willst du hin? Stopp! Also mir reicht's. Winter of Passions oder was? Und dann Spring of Affections? Ich spring gleich von der Brücke. Tut mir leid. So, Ulrike, Ilse, wie habe ich dich genannt? Renate, egal. Du musst die Leute auch kontrollieren, wenn du die einsteigen lässt. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Dann lobt man den Menschen einmal. Einmal! Einziges Mal! Und so. Ja? Das sind meine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschnitt. Dann kann ich vorbeikommen. Aha, noch eine! Sie haben 240 Euro, das ist quasi ein Monatsgehalt von dir. Verstehst du das? Diese neuen Busse sind der Gipfel der Bequemlichkeit. Gut. Hier ist jetzt Feierabend. Zappenduster, damit ihr es mal gehört habt, ne? Geht doch bitte raus. Nein, raus! Raus! Och Mann, ey. Hier ist sie. Jetzt ist das Licht erst an. Bin die ganze Zeit ohne Licht gefahren. Niemanden gejuckt. Also ich will auch hier eigentlich gerade gar nicht fahren. Ich will eigentlich nicht nur das Kartenmenü öffnen. So. Ändere Route 3, damit sie Oakwood umfasst und die Route in der Nacht gipfelt. In der Nacht gipfelt? Wie in der Nacht gipfelt? Was soll das bedeuten? Ja, scheiß drauf, Digga. So, West Oakwood, da sind wir jetzt eher am Start. Änderung übernehmen. Muss er automatisch zuweisen, jo. Minus 3000 Euro? 800? Pro Tag? Habt ihr Lack gesoffen oder was? So, wir nehmen jetzt hier den Bus. Ach, ich hab... Schnauze! So, wir müssen hier fix abbiegen. Ja, mein Gott, ausbauen. No Directions. Hier steht No Directions und die sagen die ganze Zeit All Directions. Oder nicht? Oder verhöre ich mich da? Heißt jetzt No Directions oder All Directions? Will der Rollstuhlfahrer hier mit, ist jetzt die Frage, ne? Kommt der jetzt mit hier? Heute noch, wenn's geht, ne? Ich meine, der Tag hat noch 23 Stunden, aber ich meine ja nur. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Halt die Fresse bitte. Auf dieser scheiß Katzenspruch noch kommen soll. Frag ich mich ja. Mein Gott, wie viele Leute sind hier denn noch? Oh, ich habe nicht aufgemacht hinten. Hoppala. So, jetzt roll raus. Sehr geil. Wir haben große Fortschritte gemacht. Das Glück scheint uns hold zu sein. Wir sollten das Streckennetz noch weiter ausbauen. Noch weiter? Da muss ich widersprechen. Es wäre am besten, zunächst eine solide Basis zu schaffen, bevor wir weiter expandieren. Was soll das jetzt, Ted? Was für eine Basis, Junge? Wir sind doch hier nicht bei Command Conquer. Basis aufbauen. Oh, was sagt das Telefon? Statistiken, wenn wir da mal drauf gucken, sehen wir natürlich, also ich bin jetzt schon Level 6, ich bin einfach ein ganzes Jahr schneller als Bus Simulator 18. Fahrgäste transportiert, 692, Busse im Besitz, 3. Stadtteile bedient, 4 von 21. Was ist das jetzt hier? Name bearbeiten. Name bearbeiten? Du kannst deine Busse benennen, um sie leichter zu finden. Ja, dann ist das hier, Mounty-Mobil. Das ist Mounty-Mobil. So, verbessere die Stufe von West Oakwood auf 2. Wie geht das? Was sind dann diese Punkte im Leben, wo ich mich so frage? Ich bin wahrscheinlich einfach zu dumm. Einfach in dem Stadtteil XP sammeln. Okay. Dann würde ich dir nochmal sagen, wir fahren nochmal Route 4. Weil irgendwie machen wir da immer noch kein Geld. Mounty-Mobil nehmen wir nicht. Wir nehmen den. 8:01, ja. So. Gucken wir mal. Ah, schön, ne? Also ich werde auch nicht satt. Ich werde nicht satt. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Na klar, Schatz. Aber klar. Genau, ja. Ja. Und Käse auch, ja. Und den Müll natürlich. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Oh. Tut mir leid, dass Sie verloren haben. Wir haben eine Schwarzfahrerin! Alarm! Kennst du die Theorie, dass sich kleine Katzenarten untereinander kreuzen können?
Halt doch deine Schnauze. Halt deine Schnauze. Oh, halt deine eine Schnauze. Elster. Da gibt es diesen Kinderreim. Einsam allein, glücklich zu zweien. Den Rest habe ich vergessen. Ey! Mein Freund hat mir erzählt, dass bei den Waldhütten Monster leben. Ich bin doch kein Meter gefahren! Wie wär's mal mit die Fresse halten jetzt? Haben Sie da nicht etwas vergessen? Was habe ich vergessen? Ich habe nichts vergessen. Was soll ich vergessen haben? Mein Gott, bleib stehen. Und anhalten. Eingeschlafen, mein Gott. Ich brauche eine Fahrkarte. Wie kann man denn so viel labern, dann Mucke laut hören und dann einpennen? Welches Crack sie raucht, habe ich euch gefragt. Mein Gott nochmal, ey. Oh, jetzt habe ich abgesenkt. Und nach rechts. Nochmal nach rechts. Ich weiß... Ah! Oh, das war so close. Ich bin in die Straße, aber es geht weder vor noch zurück. Es geht manchmal nicht. Manchmal muss man entspannt bleiben. Aber worauf er da vorne wartet, das frage ich mich. Hast du Angst vor Verkehr oder was? Dann zieh die Hose wieder hoch. So, habe ich jetzt meine Rampe ausgefahren? Wie lange soll ich jetzt hier stehen? Ich bin schon wieder eine Minute drüber. Hallo? Ach, jetzt fährst du Affe, oder was? Oh, Mann, ey! Was hab ich denn jetzt? Fahr doch bitte zu! Ey, ich hab echt noch Termine! Hallo! Es f***t mich nur noch ab. Also, wenn du hier nicht alles selber machst, was soll das? Ich hab wirklich mal echt gewartet jetzt. Aber wenn die da nichts machen, was soll ich da machen? Wenn der nicht fährt, dann fährt er nicht. Und wenn er nicht kuh, dann kuht er nicht. Aber das ist doch nicht meine Schuld am Ende des Days. Wir biegen jetzt links ab, ob ihr was wollt oder nicht, oder was? Ach, meine Fresse. Seh zu, dass du Land gewinnst, ey. Ich kann doch nicht jedes Mal hier anhalten, nur weil einer auf die Bremse tritt. Lange noch hier wartet. Und links. So, wir fahren hier, wir ziehen hier vorbei. Digga. Au! Oh, das hat so geschmerzt in der Rückenmarksgegend, ey. Hier ist die Fahrkarte. Schnauze, 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 Schnauze! Bla, bla, bla! Oh. So, genau das habe ich erwartet. Diese Katzenscheiße könnt ihr euch sparen hier. Also das Problem, was wir halt haben, ist, Zeiteffizienz ist nicht unsere Stärke. Da müssen wir Multiplayer, da muss das natürlich noch ein bisschen vorangehen dann irgendwann, ne? Hi! Hey! 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 Einfache Fahrt, bitte. Ja, erstmal schnauzen. Ein Bus kommt niemals zu spät. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Genau. Ja, der Mann versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob Lauf. Ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Ich weiß nicht, ob ich dir eins ins Maul hauen soll oder nicht. Überlege ich mir noch. Im Laufe der Fahrt. Manche Lieder von All Directions sind wirklich gut zum Lernen. Sie sagen wirklich All Directions. Oh, da hätte ich rausgewusst. Lassen Sie mich raus? Okay, ich lasse dich jetzt hier raus. Die 100 Meter kannst du... Also... Ich bin auf dem Weg zu meiner Oma. Sie ist schon sehr alt, aber sie beklagt sich nie. Sie ist immer gut drauf. Junge, wen juckt das? Wenn du mir nächstes Mal nicht Frikadellen mitbringst, ist mir das scheißegal. Oh, Zahltag. Alter, richtig gut gelöppt. Aber Route 3 macht auch keiner was, ne? Ja, irgendwas läuft hier falsch bei uns. Eine Fahrkarte. Ja, halt doch mal die Fresse. Hi. Ja, na klar, Schatz. Aber klar, genau, ja. Und Kisse auch, ja. Und den Müll. Tschüss. Der gleiche Dialog. Wir haben da eins vergessen. Oh, scheiße. Kannst du bitte die Fresse halten? Entschuldigung. Oh nein, ich hab sie vergessen. Zwischendurch nochmal jemanden abgefrühstückt hier, Digga, kein Problem. Ich bin der Bus, ich bin die Straße, ich habe Priorität, immer und überall. Ich habe aus Versehen einem Linienbus mal die Vorfahrt genommen, in real life. Der war stinksauer, verstehe ich. Ich verstehe das. Wegen Bus Simulator Experience, Digga. Also da freue ich mich schon drauf, da schön in der großen Stadt nachher, ne? Weiter geht's, weiter geht's. Alter, wie das Level läuft. Alter, Digga. Erstmal kriegst du deine Fahrkarte. Danke. Dann verpisst du dich aus meinem Gesicht. So, dann stehe ich auf. Was ist das denn hier? Ich schlage hier. Was ist das? Du stehst hier mitten in der Dings. Meine Fresse. Machst du meinen Bus hier kaputt, mach ich dich kaputt. Wir sind halt schon 5 Minuten drüber. Wie schaffen Busfahrer das, pünktlich zu sein und gleichzeitig noch Fahrkarten zu verkaufen? Ja, gut, die müssen jetzt nicht immer kontrollieren. Da kommen ja da ab und zu im Bus, kommen dann so Leute rein und kontrollieren für die. Oh, ich muss hier rein. Wie schaffen die das? So.
So. Wie oft standest du schon an der Haltestelle und dachtest so, boah, wo bleibt der Bus? Steigt keiner aus, steigt keiner ein? Sie waren schon bei mir. Ja, halt doch mal die Schnauze. Ich versuch gerade herauszufinden, warum hier keiner einsteigt. So, jetzt gehen wir zum Transit-Terminal. Hier waren wir noch gar nicht. Achso, das ist ein Terminal. Ist gar kein Stadion. Was ist denn hier los? Hoppala. Ja, ohne Schnauze halten. Hm. Oh, nee. Achso, die scheiß Haltestelle. Oh, ich kotze im Strahl, ne? Bitte hör doch auf. Hör bitte einfach auf zu reden. So. Oh, 92% Effizienz. Das ist nice. Da haben wir eine. Das ist das erste Mal in unserem Leben, dass wir eine 5-Sterne-Bewertung im Bus-Simulator bekommen. Ehre. Das ist ja der Hammer. Das haben wir noch nie geschafft. Holla, die Walt Forest Ferry, Digga. Warum soll ich jetzt weiterfahren? Will einfach, dass ich die Route weiterballer? Wir wollen wissen, wie wir jetzt hier aufwerten. Ich habe jetzt hier eine Mission. An der Haltestelle. Hä? Naja!